Linda, komm! Von hinten! Moin moin und hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Novelist. Ja, und keine neue Aufnahmesession, die alte Aufnahmesession. Und wir sind jetzt quasi im Sommer angekommen. Wir hüpfen mal kurz raus und lesen, was hier steht. Okay, der Ochoco National Forest ist das perfekte Ziel für Jäger, für Wildnis-Enthusiasten und Wochenendcamper. Und es ist natürlich die Heimat von wirklich geiler Beauty sozusagen. Total natural alles und so. Ja, was gibt es? Es gibt einzigartige Steinformationen, die wirklich super Challenges für Kletterer darstellen. Die vielen Canyons bieten an, einen Ausflug zu machen, also Wanderung sozusagen. Und es gibt natürlich auch sehr, sehr viele Möglichkeiten zu schwimmen. Ja, ja, da gibt's alles. Es ist knapp 5 Stunden von Portland entfernt und weniger als 6 von der Central Coast, also von der Küste. Ochoco ist perfekt für ein, um dem Sommer mal kurz sozusagen dem Stress zu entfliehen. Für mehr Informationen oder um eine Broschüre anzufordern, rufen Sie die Rangerstation an unter... Das steht hier nicht. Okay. Ist er schon draußen? Etwas Sommer oder was? Okay. Hätte sich auch nichts getan, oder? Doch, da hängt eine Notiz. Was? Blast off bei Booster Bay! Komm und erlebe die überraschende... Nee, nicht die überraschende, sondern die Begeisterung oder das geile Booster Bay an diesem Wochenende. Das ist total geil. Wir haben einen sehr, sehr speziellen Rabatt für alle jungen Astronauten da draußen. Kinder, die unter 12 sind, die ihren offiziellen Booster Bay Astrojet mitbringen, bekommen gratis Eintritt zum Park. Okay, gut. Das könnte was für den Jungen sein, würde ich sagen. Ja, nehme einen Flug, um dich an die an den famosen und weltbekannten Rocket Coaster, also den Rocket Achterbahn zu erinnern. Erforsche die inneren wie sozusagen ein drei Modellraketen kann man von innen erforschen, wie sie funktionieren sozusagen. In der Stadt in den Wolken, die zum Lernen da ist. Yay, hey, lernen, hey. Wow. Ja, und besorg dir selber ein paar Burger, Eiscreme und natürlich kosmische Zuckerwatte und mehr in dem, ja, im Food Court der Zukunft. Zukunft. Ja, es gab niemals eine bessere Zeit, um Booster Bay zu besuchen und du kannst den Preis, der ist unschlagbar. Ja. Der ist gratis, wenn du die rote Rakete mitbringst. Oh, da liegt noch ein Zettel. Die Lampe ist auch wieder aus. Da oben geht er. Ja, ich denke, es gibt keine... ich denke, wir werden keine Zeit finden. Okay, also jetzt muss Mutti oder Fadi mal zurückstecken, weil der Junge ist jetzt auch mal wieder dran. Warum ist die Lampe immer noch aus? Ja, ich bin so glücklich, eine Visite zu haben. Ich muss diesen Zettel da lesen. Ja, genau. Bleib so stehen. Anne, what's the latest with you? I hope you're doing better than I am. I'm going a little stir crazy. Dan loves it here, but he's just riding all day long, so he could be anywhere. I could use a change of scenery. I've walked every trail in the woods and even started a few of my own. It's great getting away from the city, but I wouldn't exactly call this roughing it. Tommy's certainly having a good time exploring the woods. Sometimes we go together, and if I'm in the studio, he knows he can play outside where I can see him, and to stay away from the cliff. Do you remember when we were kids trying to jump the creek in the woods behind the house? I think Tommy's getting into that phase now, climbing trees and all that. Oops, I got a little carried away. You probably don't need to hear about all of our outdoor adventures. Sorry about that. Oops. Well, let me know how you're doing. Love, yeah. Linda. Kurze Übersetzung, Anne, was geht? Was geht mit dir? Ich hoffe, es geht dir besser als mir. Ich bin immer noch ein wenig durchgeknallt. Dan liebt es hier, aber er ist einfach nur den ganzen Tag am Schreiben. Also könnte er auch überall und nirgends sein. Das ist völlig egal, wo er ist. Er schreibt nur.
Ich könnte natürlich ein wenig Änderung der Kulisse vertragen. Ich bin jeden einzelnen Pfad in diesen Kackwäldern längs gelaufen und habe sogar einige selber getrampelt. Also es, ja, es ist toll, von der Stadt mal wegzukommen, aber ja, ich würde sagen, so langsam geht's mir auf die Klöten. Tommy hat natürlich auch eine super Zeit, die Wälder zu erforschen. Manchmal gehen wir zusammen und wenn ich nicht im Studio bin, also in diesem Bereich, wo man malen kann, dann weiß er, nee, umgekehrt, wenn ich im Studio bin, dann weiß er, dass er draußen spielen kann, wo ich ihn sehen kann und dass er sich von dem Cliff fernhalten soll. Weil, weißt du, erinnerst du dich, als wir Kinder waren und wo wir quasi von dem, hinter dem Haus waren so Wälder und da sind wir irgendwie in den Bach gesprungen. Ich glaube, Tommy kommt in diese Phase, der will alles klettern und so weiter und so fort. Oh, tut mir leid, ich bin ein bisschen, da ist ein bisschen mit mir durchgegangen. Ich glaube, du willst nicht wirklich hören, was wir für Outdoor-Adventures machen, was wir quasi, wo wir es überall schon getrieben haben im Wald. Tut mir leid, also, ja, sag mir Bescheid, wie es dir geht. In Liebe, Linda. Oh, ich kann nicht aufhören, an letztes Wochenende zu denken. Okay, da hängt ein Bild. Ja, der Junge will mit einer blauen Rakete spielen. Ja, da wirft er noch eine Rakete. Haben wir überhaupt mit dem Jungen mal... Oh, jetzt geht die Lampe da nicht. Haben wir überhaupt mal mit dem Jungen gespielt? Was ist das? Was? Bertolt Brecht hat gesagt, jetzt kommt eine scheiß Übersetzung, weil das ist ins Englische und jetzt übersetze ich es wieder ins Deutsche. Fürchte dich nicht vor dem Tod. Fürchte dich lieber vor einem unzureichenden Leben. Oh, gut. Was ist das? Thanks so much for your letter. It made my day. Tramer's Way came out a while ago now, so I don't get letters like this too often. Writing can be a pretty isolating profession at times, which makes it a big boost to hear that someone out there is getting something from my work. Your support means the world to me. To answer your question, I'm indeed in the midst of writing a new book. I don't have a title or a release date yet, but I'm plugging away on it slowly but surely. Jo. I plan to finish it by the end of summer, and I truly hope you enjoy it when it comes out. Thanks again for your kind words. Dan Kaplan. Penny, danke für deinen Brief. Er hat mir den Tag gerettet. Tramer's Way kam schon längere Zeit raus, aber ich kriege solche Briefe doch nicht so oft. Also schreiben kann ein sehr isolierender Beruf sein manchmal, was es natürlich ein total guter Boost gibt, wenn man von jemandem hört, der etwas durch meine Arbeit sozusagen fürs Leben gelernt hat, beziehungsweise dem es etwas besser geht dadurch. Also deine Unterstützung bedeutet mir die Welt. Um deine Frage zu beantworten übrigens, die du hattest, ich schreibe tatsächlich gerade ein neues Buch, bin ich mittendrin und ich habe noch keinen Titel oder irgendein Release-Datum, aber es wird so langsam, würde ich sagen. Also ich plane, dass es am Ende des Sommers fertig ist und ich hoffe, dass du genauso viel Spaß dabei haben wirst, es zu lesen, wie mein letztes Buch. Vielen Dank für deine netten Worte. Gezeichnet Dan Kaplan. So. Oh Gott, was ist das denn? Du könntest einen normalen Job haben. Eine Seite zur Zeit. Okay, da sind sie alle drei mit Raketen. Was steht da drauf? Eine Idee ist nicht gefährlich. Was? Ah, eine Idee, die nicht gefährlich ist, ist nicht mal wert, eine Idee genannt zu werden. Das sagte Oscar Wilde. Was ist das? Jim sagte, du wirst es niemals schaffen. Er sagte, du bist ein Witz. Was steht hier? Das ist eine Chance. Keine Bürde sozusagen. Falls jemand hier noch weiß, was eine Bürde ist. Das ist das, was man... echt, hier gibt es gar keine Lampe, wo ich rauskomme? Da hinten ist eine. Plupp. Plupp. So, mal sehen. Hey, work going okay? Yeah, I think so. Mal sehen. Search the house and his memories? Ja. Mal sehen. In irgendeinen davon können wir ja... Wir können in einen von beiden rein. Die stellt sich zum Fenster. Und... Ah, nein, näher. Ah, einmal rein in ihn, den Typen da. So, sind wir drin in ihm. Gucken wir mal, was gibt's denn hier so zu entdecken? Ah, da, in der Küche. Mal sehen.
toll, was hat sie gefragt? Läuft's Buch? Ah, wie läuft die Arbeit? Und sagt, boah, könnte besser laufen. So, mal sehen. Ja, es gibt noch mehr zu entdecken. Das sind Zettel. Dinner, ja, gut. Hatten wir schon. Wir wissen schon, was die essen. Die essen jede Woche das Gleiche. Und jeden Monat das Gleiche. Im Endeffekt essen sie quasi die ganze Zeit immer nur das Gleiche. Ja, das ist total spannend. So, ich habe kurz mal nachgeguckt nebenbei, wie die Aufzeichnung läuft. Und da sitzt er nochmal. Paul was mad, but he understood. Mhm. It helped that I threw him a bone with the quarterly idea. I think it appealed to his competitive nature. Mhm. He said he wasn't sure it would work, but I knew he was sandbagging. Mhm. He probably took it as a personal challenge and called Brackett to pitch the idea as soon as we hung up. Okay, Paul war böse auf mich sozusagen, aber er hat's verstanden. Es hat geholfen, dass ich ihm einen Knochen hingeworfen habe für dieses Quartalsideen-Ding. Ich hoffe, es hat an seine kompetitive Natur sozusagen appelliert. Er sagte, er war nicht sicher, dass es funktionieren würde, aber ich weiß, dass er mich einfach nur sozusagen, er hat einfach nur gemauert. Er hat es als persönliche Challenge genommen und sagte Brackett, dass er die Idee sozusagen so, nee, kaum hatten wir aufgelegt, schon hat er Brackett die Idee sozusagen erzählt. So, ja, wir haben jetzt alles entdeckt. So, das heißt, eigentlich müssten wir nochmal in Linda rein. Komm, lass uns doch mal die Linda durchnehmen. Komm her, Linda. Einmal von hinten. So. Ich krieg falsch, wenn ich das sag. Linda, komm! Von hinten! Mama, Beine Nein. I'm going out for a hike. Okay, sie geht wandern. Okay, be safe. Okay. Brech dir kein Bein. So, und was denkt sie da, wenn sie da rausguckt? We just got back from the funeral. Mhm. It was even harder than I expected, but it was moving to see just how many people loved Grandma Jo. She really was a special woman. Dan was there every step of the way, even though we got in a lot of trouble for missing that book signing. Mhm. I don't think it's fair how mad they got at him about that. It was a funeral. But I guess that doesn't count for much in the business world. Ja, sie hat gesagt, wir kamen gerade von der Beerdigung zurück und es war noch härter, als ich dachte, aber es war total bewegend zu sehen, wie viele Leute da entsprechend waren und Grandma Jo geliebt haben und dementsprechend der Beerdigung beigewohnt haben. Sie war wirklich eine sehr spezielle Frau. Dan war übrigens auch da, und auf jedem Schritt sozusagen, auch wenn er in eine Menge Probleme gekommen ist, dadurch, dass er diese Signaturstunde da verpasst hat. Ich glaube, es ist nicht wirklich fair, wie böse die ihm gegenüber geworden sind. Es war immerhin eine Beerdigung. Die sollen sich mal echt quasi die, ihr wisst schon, den Hodensack in kaltes Wasser hängen. Aber ich glaube, das zählt nicht in der Businesswelt. Ja, das heißt, ja, wir haben auch alles von ihr. Campingpack, aber Tommy ist so down. Wir sollten ihn nach Booster Bay bringen. Was? Sie sagten es im Fernsehen. Okay. Keiner da? Boah, und einmal rein. Mal sehen. Oh, Papi ist sauer. Das hatten wir doch schon, das Bild. Der Junge malt aber, der hat aber auch keine neuen Ideen. Der malt immer nur das Gleiche. Mal sehen, was sagt sie? Pass auf, Junge! Und er? Er lässt seine Rakete steigen. Yay, das mache ich auch hin und wieder, meine Rakete steigen lassen. Aber dabei mache ich nicht solche Geräusche, damit mache ich andere Geräusche. Gut. Ja, wir haben alles gefunden. Das heißt, wir können wieder raus aus seinem kleinen Kinderkopf sozusagen. Sie sagten, meine Rakete macht alles gratis bei Booster Bay. Ja. Du musst nur deine Rakete vorzeigen und alles ist gratis in dieser... Nein, nicht in jeder Welt. Nicht in jeder Welt. Gut, gucken wir mal. Denn wir müssen noch seine Gedanken lesen. Linda, Campingpack, aber Tommy ist so down. Wir sollten ihn nach Booster Bay bringen. Tommy sagt, meine Rakete macht Booster Bay gratis. Haben Fun. Das heißt...
Wir müssen tatsächlich... Na, warum komme ich hier... Komm, hüpf raus. Wir müssen uns um den Jungen kümmern. Da ist Papi. Ich muss ein bisschen Holz besorgen und ein Feuer und ein Camp on the Beach machen, sozusagen. Was? Hä? Also ich kann ja verstehen, dass die Mutti sagt, ja, wir müssen uns um den Jungen kümmern. Der Junge sagt, yay, geil, wenn ich meine Rakete zeige, ist alles gratis in der Welt. Nee, in diesem Park. Und der Vater denkt, oh, ich muss noch Feuerholz sammeln. Ah! Neandertaler Feuerholz. Ja, Feuer machen. Feu, feu. Ja. Gut. Papi ist ein bisschen komisch. Aber hier liegt noch ein Notizbuch. I've got to stay on the book. This is my chance to do something people remember. Something that matters. If this one isn't good enough, there might not even be a next one. Hm. Certainly not one without all sorts of publisher strings attached. This is why we saved up enough to take the summer off. I'm out of excuses. Of course, a long weekend would be fun, but that's also the problem. How do you stay hungry when you've gotten used to weekend getaways? How do you recapture that feeling of being a broke college kid chasing a dream? How do you get back out on that limb again, scared it's gonna break, but inching out anyway? Listen to me. Wound up so tight. Maybe taking one night off might help after all. Ja, würde ich auch sagen. Er hat gesagt, ich muss beim Buch dranbleiben. Das ist meine Chance, etwas zu machen, an das sich Leute erinnern. Etwas, das wirklich etwas bewirkt. Wenn das Buch hier nicht gut genug wird, dann wird es vielleicht kein nächstes geben. Also, zumindest nicht mit den ganzen Publisher-Zeugs, was man da sozusagen erfüllen muss. Also, das heißt, dann werden die mir Vorschriften machen und ich kann nicht mehr schreiben, was ich will. Das ist, warum ich genug Geld gesammelt habe, um den Sommer komplett freizunehmen. Also, es gibt keine Entschuldigung mehr. Natürlich ist ein langes Wochenende total spaßig, aber das ist auch das Problem. Also, wie bleibt man hungrig, wenn man sozusagen sich daran gewöhnt, jedes Wochenende wegzufahren? Also, wie bekommt man dieses Feeling, dieses Gefühl nochmal sozusagen eingefangen, ein Pleite-College-Kid, also aus dem College zu sein, pleite und sozusagen einen Traum nachzujagen? Wie kommt man nochmal zurück, sozusagen, zu dieser Zeit? Also, sozusagen, dass man Angst hat, dass man sich irgendetwas bricht, keine Ahnung, was da weiter in dem Text steht. Hör mir zu! Also, es ist sowas von eng hier, also ich muss vielleicht doch noch, ein wenig, freinehmen, eine Nacht oder so. Ja. Gut.